Als Nebenwert mit ca. 450 Millionen Marktkapitalisierung haben wir uns lastminute.com ins Portfolio gelegt. Wir haben alle schon den neuen Sofa gekauft oder das Fliesenspiegel in der Küche renoviert. Als nächstes wollen wir ab in die Sonne reisen, sobald die Corona-Situation das erlaubt. Das Online-Reiseunternehmen lastminute.com ist europaweit aktiv und dürfte davon profitieren. Auch die zunehmende Online-Durchdringung ist ein Positivum, denn es liegt erst bei 50% im Schnitt. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über einen klaren Wettbewerbsvorteil. Ihre Urlaubspakete auf der differenzierten Plattform erlaubt Kunden eine Echtzeit-Pricing. Das ist ein großer Wettbewerbsvorteil und dürfte dazu beitragen, dass lastminute.com weitere Marktanteile gewinnt und schneller wächst als die Branche. Kosten wurden in der Pandemie stark gespart, was einen starken operativen Leverage in 2022 und 2023 ermöglicht. Wir rechnen mit einer Marge von über 20% dieses Jahr, über die 18%, die 2019 erreicht worden ist. Die Aktie wird mit einem Abschlag gegenüber von Konkurrenten gehandelt, bei einem PE 22 von ungefähr 16. Der Abschlag beträgt ungefähr 25-35%, trotz höherer Rentabilität, und das sehen wir als ungerechtfertigt.